Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf meinem Kanal Kaffee mit Sashi. Das ist mein Kaffee für dieses Video und ich bin euer Sashi. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann holt das doch am besten einmal nach und aktiviert auch die kleine Glocke, denn dann verpasst ihr keine Infos mehr über hochgeladene Videos hier bei mir. Ja Leute, heute möchte ich mit euch mal über einen deutschen Film sprechen. Und das ist tatsächlich eine wahre Seltenheit bei mir auf dem Kanal und auch bei mir in meiner Filmsammlung und in meinen Sehgewohnheiten. Denn zu 99% gibt es aus deutschen Landen nur irgendwelche seichten Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen und im Kino irgendwelche Beziehungskomödien, bei denen ich dann im Kinosaal sitze, um mich herum 90% der Zuschauer lachen und ich mit einem dümmlichen Gesichtsausdruck da sitze und die Welt nicht mehr verstehe. Tatsächlich bin ich kein großer Komödienfan. Das muss schon irgendwie ein ganz besonderer Humor sein, damit ich mal auf eine Komödie zurückgreife. Und insbesondere bin ich absolut kein Fan von deutschen Beziehungskomödien. Umso schöner ist es, wenn man dann ab und zu mal eine Perle entdeckt oder wiederentdeckt aus dem deutschen Kino, als es tatsächlich noch darum ging, wir versuchen jetzt mal Spannung, wir versuchen mal ein bisschen Action und Suspense und tatsächlich hat man das Ende, Mitte der 80er Jahre immer mal wieder versucht, unter anderem Götz-George in die Katze, ein absolut grandioser Film mit Charakterzeichnung, Action und Spannung über einen Banküberfall, aber auch ein Film mit Götz-George, der etwas früher entstanden ist als die Katze, nämlich Abwärts. Und dieser Film ist aus dem Jahr 1984. Regisseur war Karl Schenkel, der ja 1992 unter anderem Night Moves mit Christopher Lambert und Diane Lane erschaffen hat, auch ein super Thriller Anfang der 90er Jahre. Und solche Filme fehlen mir heutzutage komplett im Kino oder überhaupt in der Filmlandschaft. Darsteller in Abwärts sind, wie ich eben bereits sagte, Götz-George, der den Jörg spielt, Hannes Jennecke ganz jung als Pitt, Wolfgang Kieling, zu meiner Zeit war Wolfgang Kieling die deutsche Stimme von Bert in der Sesamstraße unter anderem, aber natürlich auch ein ganz, ganz großer Schauspieler, der auch schon mit Hitchcock in den 60ern zusammengearbeitet hat, nämlich für Der zerrissene Vorhang. Wolfgang Kieling spielt hier den Gößmann, er wird auch immer nur Gößmann genannt. Und dann haben wir noch eine Reni Sautendijk, eine niederländische Schauspielerin, die spielt die Marion und ist die einzige Frau in diesem Vierer-Kleeblatt, allerdings kein Glückskleeblatt, sondern eher Unglückskleeblatt, werdet ihr gleich feststellen. Reni Sautendijk hatte einen sehr, sehr starken Akzent, sie wurde von Hannelore Elsner in diesem Film synchronisiert. Ja, Abwärts ist vermutlich der Grund dafür, dass ich ungern in irgendwelche Fahrstühle und engen Räume gehe, denn es handelt sich tatsächlich darum, dass vier Personen, Götz-George, Hannes Jennecke, Wolfgang Kieling und Reni Sautendijk, in diesem Fahrstuhl gemeinsam stecken bleiben und entwickelt sich eine unglaubliche Spannung in diesem Film. Und das von der ersten Sekunde praktisch an, weil diese vier Charaktere, die da aufeinandertreffen, unterschiedlicher nicht sein könnten. Ja, also Götz-George spielt den Jörg, das ist so ein Macho-Jappi, der immer denkt, er weiß alles besser zu allen Themen und muss alle belehren. Also Götz-George hier vollkommen gegen den Strich gebürstet, gegen seine Schimanski-Rolle, die er ja damals gerade aktiv ausgeübt hat im deutschen Fernsehen, im Tatort. Dann haben wir einen Hannes Jennecke, der diesen jungen Pitch spielt, so ein Aussteiger, der auf System scheißt und alles irgendwie hier, macht euer Ding alleine. Dann haben wir Wolfgang Kieling, einen völlig in sich verschlossenen älteren Mann, der mit einer großen Tasche im Fahrstuhl steht. Und dann haben wir Reni Sautendijk, die scheinbar, zumindest spielt es so heraus, die Geliebte von Götz-Georges Figur war oder ist. Das scheint irgendwie ein ganz komisches Verhältnis zu sein. Sie arbeiten zusammen. Und doch ist da irgendwie der Wurm drin. Und während dieser Fahrstuhl jetzt also stecken bleibt an einem Freitagabend und auch der Alarm ungehört bleibt, weil der Wächter da unten irgendwie Boxen guckt auf einem Fernseher. Ja, also er guckt Boxen und deswegen bleiben die da stecken. Und mit diesem Fahrstuhl stimmt sowieso irgendwas nicht. Vorher wäre nämlich Pitt schon fast einmal abgestürzt bei geöffneter Tür, obwohl keine Kabine da war. Die vier stecken jetzt also da drin und am Anfang ist das nur so ein bisschen Gerangel und man kalbt und balgt sich ein bisschen. Pitt und Gößmann bekommen dann tatsächlich auch mit, wie Jörg und Marion, die ja dieses seltsame Verhältnis zueinander haben, sich immer wieder kabbeln und komische Andeutungen machen. Und nach wächst an aus dieser anfänglichen, wir werden hier irgendwie nicht rausgeholt, Angst und Panik.
Und tatsächlich ist es, was Karl Schenkel hier inszeniert, ganz, ganz hohe Thrillerkunst. Absolut spannend mit einer tollen Charakterentwicklung aller vier Charaktere, die uns am Ende wesentlich näher gebracht sind am Anfang. Also nachdem so diese oberflächlichen Fassaden gefallen sind und alle ihr wahres Gesicht angesichts der Gefahr in diesem festhängenden Fahrstuhl irgendwo im 30. Stockwerk zeigen. Und sie gehen dann auch selber oben aufs Dach dieser Kabine, versuchen irgendwie einen Ausweg zu finden. Keiner hört sie da drin, weil wie gesagt, es ist Freitagabend, es ist Wochenende, es befindet sich keiner mehr außer dieser Wachmann da unten in diesem Hochhaus. Und dann gehen Pitt und Jörg, Götz, George, Hannes, Jenecke oben auf die Kabine und versuchen irgendwie einen Ausweg zu finden mit irgendwelchen Seilen. Gleichzeitig wächst aber auch die Spannung unterhalb und innerhalb dieser Charaktere. Pitt hat jetzt nämlich ein Auge geworfen auf Marion, also Jörgs Freundin, und knutscht dann da auch bald rum mit ihr, und Götz-Georges Charakter findet das, sieht das dann auch, und es gibt dann sogar eine Schlägerei oben auf dieser Kabine des Fahrstuhls zwischen Hannes Jennecke und Götz-George. Und ich möchte nicht zu viel spoilern, der Film ist einfach von der ersten bis zur letzten Minute hochspannend, und als ich ihn jetzt mal wieder gesichtet habe, war es mir fast konnte ich fast nicht glauben, dass es tatsächlich meine Zeit gab in Deutschland, in dem sich jemand gewagt hat, so einen tollen, spannenden Film auf die Leinwand zu kriegen und nicht einfach nur ein Liebesgedöns über 90 Minuten. Ja, also das Ganze ist einfach hochspannend, wenn die da so drin stecken und dann versuchen wirklich so hoch zu klettern in dem Schacht und da rauszukommen aus der Tür, und dann diese Anspannung unter den Männern, und wie man dann nach und nach merkt, dass sich alle drei anderen Darsteller gegen den Charakter von Götz-George stellen, der am Anfang so dieser Oberlehrerhafte war, und einfach auch grandios, muss ich nochmal betonen, dass Götz-George hier absolut gegen das spielt, was er sonst immer spielt, nämlich den Helden, sondern hier so ein wirklich Typen, sage ich mal. Ja. Also für mich ist das wirklich ein ganz, ganz toller Psychothriller, der zu keiner Zeit irgendwie langweilt. Nicht von einer Minute an, wirklich, der Film ist von der ersten bis zur letzten Minute hochspannend, und da tragen natürlich nicht nur die Charaktere und die Handlung zu bei, dieses Eingeschlossensein in dem Fahrstuhl, sondern auch wirklich die Soundeffekte. Immer wieder, während diese Figuren in der Fahrstuhlkabine sind, hört man draußen so diese Stahlseile aneinander reiben und klirren, und irgendwas scheppert irgendwo in diesem Metall-Dings, in diesem Metall-Kanal da. Und auch der Soundtrack hört sich fast futuristisch an und bedrohlich und unheimlich und schürt zu jeder Zeit diese Spannung in dem Film. Also ich muss wirklich sagen, da ist wirklich ein ganz, ganz toller Film entstanden mit Abwärts. Und ich kann nur jedem raten, wer den Film noch nie gesehen hat oder sagt, ich kann mit deutschen Filmen nichts anfangen, oder wer ihn lange nicht gesehen hat, schaut ihn euch an oder rewatcht ihn nochmal. Ihr werdet eine kleine Perle wiederentdecken. Abseits, es fließt auch ein bisschen Blut. In einer Szene ist es ein bisschen merkwürdig. Götz-George zerreißt sein Hemd. Zumindest sieht das so aus. Er ist dann da mit nacktem Oberkörper oben auf dem Fahrstuhl zu sehen, weil er sich so seine Hände umwickeln will, um an diesen Drahtseilen nach oben zu klettern, und in der nächsten Szene hat er das Hemd wieder an. Weiß nicht, ob er sich da jetzt Nadel und Faden genommen hat und alles wieder zusammengenäht hat, keine Ahnung, oder man wollte dem weiblichen Publikum einfach mal Götz-George oben ohne zeigen, das kann auch gut sein. Der Film wurde gedreht, die Innenaufnahmen im Europäischen Patentamt zum Beispiel in München, wen das interessiert, und die Hochhausaufnahmen stammen aus dem berühmten Silberturm in Frankfurt. Und wie gesagt, der Film macht von vorne bis hinten einfach nur Spaß. Es sei euch ans Herz gelegt, den einmal zu gucken. Er ist ein wenig verstörend. Ich finde die Atmosphäre sehr bedrückend. Ich finde auch das Ende sehr bedrückend. Ja, das ist kein großes Happy End mit, oh, wir haben uns alle lieb, sondern tatsächlich gehen die Figuren so aus dieser Krise, aus diesem Film heraus und sind geprägt durch das, was sie erlebt haben in diesen letzten Stunden, da in und auf dem Fahrstuhl und in diesem Schacht drin. Und nur so viel, es werden nicht alle von diesen vier überleben. Und jetzt rein damit in den Player. Mein Fazit zu dieser deutschen Perle, es ist wirklich ein super grandioser Psychothriller aus deutschen Landen, ungewohnt, heutzutage kaum noch vorstellbar, dass sowas aus Deutschland auf die Leinwand oder ins Fernsehen gebracht wird. Ganz wenig Ausnahmen heutzutage,
wird man eigentlich nur noch bombardiert mit irgendwelchen Romanzen und Beziehungskomödien, über die zwar 2 Monate lang jeder spricht in der Republik, die dann aber auch ganz schnell wieder vergessen sind. So etwas hingegen hat das Zeug, zu einem Klassiker zu sein, und für mich ist Abwärts ein deutscher Psychothriller-Klassiker der absoluten Extraklasse. Ganz oben, auf ganz hohem Niveau, kann mit Hollywood absolut konkurrieren und eine tolle Charakterzeichnung. Rein in den Player und 1,5 Stunden Hochspannung pur. So Leute, das soll es gewesen sein. Heute mal nur ein kürzeres Video. Ich wollte euch einfach diesen Film mal vorstellen, weil ich ihn mir jetzt gerade erst wieder angeschaut habe und musste meine Begeisterung erstmal teilen mit euch. Ich wünsche euch alles Gute. Gebt mir für dieses Video einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bleibt gesund, euer Sashi. Ciao.